Bis dann. Bereits, die es ermöglichen, für große Unternehmen, beispielsweise IT-Spezialisten in Indien zu finden. Und dann haben wir auch die rechtlichen Möglichkeiten, sie nach Deutschland zu kommen lassen, mit der EU zum Beispiel. Aber für normale Unternehmen, für Mittelständler, für kleinere Unternehmen ist es fast unmöglich, auf dem internationalen Arbeitsmarkt qualifizierte Leute zu finden. Da brauchen wir mehr Unterstützung. Und insgesamt geht es natürlich um die Frage, wie verändert sich unsere Gesellschaft in den nächsten 10 Jahren. In den nächsten 10 Jahren werden die starken Geburtsjahrgänge von 54 bis 64 in die Rente gehen. Wir verlieren 6 bis 7 Millionen Erwerbstätige. Es ist bis heute noch nicht erkennbar, wie sie ersetzt werden sollen. Wir müssen unbedingt die eigenen Potenziale stärker nutzen. Dazu gehören ganz sicher beispielsweise 1,5 Millionen junge Menschen zwischen 25 und 35, die noch keine Berufsausbildung haben. Denen müssen wir eine zweite und wenn es sein muss, auch eine dritte Chance geben. Wir müssen Frauenerwerbsarbeit besser ausschöpfen. Wir haben eine gute Frauenerwerbsquote in Deutschland, aber es sind fast nur Teilzeitbeschäftigungen. Auch dort ist ein großes Potenzial. Aber das wird alles nicht reichen. Wir brauchen zusätzlich qualifizierte Einwanderung, die wir im Moment haben, aufgrund glücklicher Umstände, weil es vielen Ländern in der Europäischen Union wirtschaftlich nicht so gut geht, kommen gut ausgebildete Polen, Italiener, Spanier, Rumänen und Bulgaren nach Deutschland, finden auch schnell Arbeit, helfen uns, Überschüsse in den Sozialversicherungen zu erreichen, tragen auch zu Wachstum und mehr Steuereinnahmen bei. Aber das wird kaum so bleiben. Denn wenn sich die wirtschaftliche Situation in diesen Ländern ändert, dann werden auch viele wieder zurückkehren und es werden auch weniger kommen. Wir müssen uns also auch um Einwanderung aus Drittstaaten bemühen. Und da sind wir schon für ein neues Einwanderungsgesetz. Ich hoffe natürlich, dass es in dieser Wahlperiode da noch Bewegung geben wird. Das ist eigentlich ein Thema für eine große Koalition. Denn in Wirklichkeit geht es ja auch um die Frage, bekommen wir endlich einen Grundkonsens in der Frage Einwanderung? Den gibt es in Deutschland noch nicht. Wir müssen offen darüber reden, wie viel Einwanderung brauchen wir. Nach welchen Regeln dürfen Leute einwandern und wie setzen wir diese Regeln auch um? Und ich finde es auch legitim bei Einwanderern aus Drittstaaten, dass wir fragen, nicht woher kommst du, sondern was kannst du? Dass wir fragen, gibt es eine Berufsausbildung, gibt es Sprachkenntnisse, gibt es Berufserfahrung? Das ist völlig in Ordnung, wenn wir das tun. Ich glaube, dafür hat jeder Verständnis. Und die Menschen, die kommen, die wollen wir natürlich nicht nur als Arbeitskräfte, die wollen wir dann auch als Bürger, die sollen ihre Familie mitbringen. Und wir wollen nicht, dass Deutschland ein schrumpfendes Land wird, eine schrumpfende Ökonomie, die am Ende Wohlstand einbüßt und nicht mehr in der Lage ist, ihre sozialen Sicherungssysteme in der gewohnten Qualität zu unterhalten. Das ist ein großes Ziel. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber wir wollen, darüber sind wir uns einig, schon kurzfristig sicherstellen, dass auch die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, nicht, weil sie hier Arbeit suchen, sondern die suchen Schutz. Und die fragen wir auch nicht, was hast du für eine Ausbildung, sondern wie viel Schutz brauchst du.
Das ist eine humanitäre Frage. Und wir wollen, dass bei denjenigen, bei denen klar erkennbar ist, dass sie länger hier bleiben, wie die syrischen Kriegsflüchtlinge, oder dass sie sogar auf Dauer hier bleiben, die wollen wir schneller in Sprach- und Integrationskurse bringen. Die Große Koalition hat bereits die Gesetze geändert. Wir haben das Arbeitsverbot für Asylbewerber, das mal 12 Monate betrug, dann 9 Monate, jetzt erst letztes Jahr in der Großen Koalition auf 3 Monate reduziert. Asylbewerber, die arbeiten und ihren Lebensunterhalt verdienen, sind vor Diskriminierung und Rassismus besser geschützt. Das ist eine ganz einfache Erkenntnis. Und wir wollen die Forderung der Handwerksmeister erfüllen. Die Handwerksmeister haben viele unbesetzte Ausbildungsstellen, gerade auch in weniger populären Berufen. Sie sind dringend auf Auszubildende angewiesen und finden unter den jungen Flüchtlingen auch geeignete Auszubildende. Sie wollen aber die Garantie, dass die nicht vor Ablauf der Ausbildungszeit abgeschoben werden. Und ich möchte noch etwas hinzufügen. Wenn jemand ein Handwerk gelernt hat und dabei auch die deutsche Sprache und nach 3 Jahren die Prüfung besteht, dann gibt es erst recht keinen Grund mehr, diese Leute noch wegzuschicken. Die werden dringend gebraucht. Wir haben 5,5 Millionen Menschen in Deutschland, die im Handwerk arbeiten. Für die ist es viel schwieriger, Nachwuchs zu bekommen im demografischen Wandel in den nächsten 10 Jahren, als für Hightech-Unternehmen, die hochspezialisierte Kräfte suchen. Wir müssen eben auch an die Handwerksmeister denken, wenn wir diese Probleme angehen. Das jedenfalls wollen wir hoffen, kurzfristig auch zu erreichen. Dann haben wir über das Investitionsprogramm gesprochen. Wir Sozialdemokraten sind stolz darauf, dass weitere 15 Milliarden Euro Überschüsse in den nächsten 3 Jahren ausschließlich für Investitionen verwendet werden. Das war unser Ziel. Wir haben erreicht, dass 5 Milliarden davon für die Kommunen bereitstehen. Ein Investitionsfonds für finanzschwache Kommunen in Höhe von 3,5 Milliarden Euro. Soll Kommunen helfen, vor Ort die Infrastruktur zu verbessern. Und weitere 1,5 Milliarden Euro bekommen die Kommunen zusätzlich in 2017 zur allgemeinen Entlastung. Wir haben ja vor, ab 2018 die Kommunen um 5 Milliarden Euro zu entlasten. Und in 2017 gibt es dann schon eine Treppenstufe um den halben Betrag. Wir stecken 3,5 Milliarden Euro zusätzlich in den nächsten 3 Jahren in die Verkehrsinfrastruktur und in den Ausbau der Breitbandversorgung. Wir wollen das schnelle Internet im ländlichen Raum in Deutschland ermöglichen. Das muss in wenigen Jahren jetzt gelingen, damit wir nicht den Anschluss an ganz neue Arbeitsmarktchancen im ländlichen Raum verlieren. Das ist sicher auch für Bayern eine gute Botschaft. Und wir haben da überhaupt keine Probleme, dass der Verkehrsminister und Infrastrukturminister aus Bayern kommen. Uns geht es da um die Sache. Wir wollen die Infrastruktur dieses Landes modernisieren, die in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt worden ist. Wir wollen die Investitionslücke schließen und darüber haben wir heute auch beraten. So viel für meine Frage.